ja das letzte Mal vor den etwas größeren Ferien, bevor wir euch in die Weihnachtspause entlassen wollen. Und heute möchte ich eigentlich etwas machen, dem ich in gewisser Weise beim letzten Mal schon so ein bisschen vorgegriffen habe. Ich möchte mit euch heute über die Administration eines CryptPads reden, beziehungsweise ich werde euch da was vorstellen. Und es soll um die Nutzung gehen. So, zumindest war es so mal geplant. Aber dankenswerterweise hat der Sebastian gestern oder vorgestern in seinem Webtalk, und das ist auch auf YouTube einsehbar, das CryptPad mit all seinen Funktionen schon ganz gut vorgestellt. Ich habe mir das also angeguckt und werde so ein bisschen in die Lücken reinspringen, aber würde, sagen wir mal, die großen Funktionalitäten rund um das CryptPad jetzt mal außen vor lassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich hatte beim letzten Mal versucht, diese Administration in das CryptPad reinzukriegen, sodass ich mit einem registrierten Account auf die Admin-Funktion zugreifen kann. Und genau an dieser Stelle würde ich heute wieder einhaken und euch zeigen, erstens, wie kriegt ihr überhaupt diesen Admin-Knopf in euer CryptPad rein? Und zweitens, was könnt ihr dann eigentlich alles administrieren und was nicht? Dafür müssen wir jetzt uns als allererstes mal einloggen. Also wir brauchen praktisch vorher einen Account. Den hatte ich mir ja beim letzten Mal schon gemacht. Ich muss mal eben hier mein Passwort reinkopieren. So. Und wir setzen im Prinzip genau an der Stelle an, wo wir beim letzten Mal aufgehört hatten. Und als allererstes, ihr seht, hier ist dieser Punkt schon, aber ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie man drankommt. Ich hatte beim letzten Mal im Prinzip auch schon alles richtig gemacht, aber wir gehen hier oben auf Dein Account und dann auf Profil. Und dann lassen wir hier uns das Profil anzeigen und dann kopieren wir uns hier diesen öffentlichen Schlüssel, der liegt jetzt hier in der Zwischenablage. Als nächstes gehen wir nach FileZilla und öffnen unseren Server. Also hier den OER WebTalk Server. Und dort liegt unser CryptPad. Und hier liegt diese Config-Datei. Und in diese Config-Datei müssen wir noch etwas eintragen. So. Hier oben, da haben wir ja beim letzten Mal für die Installation jede Menge Dinge eingetragen. Und dann kommt hier unten diese Abteilung mit dem Admin. Und hier muss dieser Admin-Key rein. Da kopiere ich also hier an diese Stelle, mache ich das leer und kopiere da meinen Admin-Key rein. Und als nächstes schließe ich das und lade das im Prinzip neu hoch, speichere dass da die aktuelle Version auf dem Server liegt. Und jetzt muss ich praktisch hier mich auf meinen Server einloggen. Das mache ich vielleicht als allererstes mit SSH. Ihr erinnert euch, only off. Und dann muss ich den Server adressieren. Das ist in dem Fall olbas@uberspace.de. Und dann muss ich das Passwort, das SSH-Passwort hier einmal setzen, beziehungsweise eingeben. Und dann bin ich auf dem Server drauf. Und was ich jetzt hier machen muss, da kann ich nochmal zeigen, wo ich das gefunden habe. Wenn ihr euer CryptPad updaten wollt, dann ist es hier auch unter lab.uberspace.de unter CryptPad. Das gibt es hier oben in der Navigation erklärt. Das ist die Anleitung, die wir beim letzten Mal durchgegangen sind. Und hier ganz unten gibt es jetzt auch noch eine Anleitung für Updates, weil in regelmäßigen Abständen wird ein neues Update erforderlich. Oh, das ist ja witzig. Das könnten wir ja gleich einmal einspielen. Es gibt nämlich die 3.2.5-Version. Da gibt es offensichtlich ein paar Dinge, die neu dazugekommen sind.
die ich mir jetzt im Einzelnen noch gar nicht durchgelesen habe, aber dann können wir tatsächlich, bevor ich jetzt weitermache mit dieser Administrationsnummer, vielleicht einmal kurz, nee, das machen wir später. Wir machen jetzt einen Schritt nach dem nächsten. Ich zeige jetzt als allererstes mal, wo dieser Befehl steht, nämlich dieser hier. Mit diesem Befehl kann ich den Webserver neu starten. Nicht den Webserver, sondern den Dienst CryptPad neu starten. So. Und diesen Befehl, den geben wir jetzt hier an dieser Stelle ein. In dem Fall ist eigentlich egal, ob wir uns in dem CryptPad-Verzeichnis befinden oder nicht, weil CryptPad ein Dienst ist, der jetzt auf unserem Server läuft. Und mit diesem Supervisor CTL Restart CryptPad können wir diesen Dienst praktisch einmal stoppen und neu starten. Also, jetzt wird der gerade gestoppt. Und als ich das vor ein paar Stunden mal ausprobiert hatte, hat es ein Weilchen gedauert, bis der dann wieder neu gestartet wurde. Das wird in diesem Fall voraussichtlich auch so sein. Wir können ja schon mal gucken, ob der schon wieder zurück ist, unser CryptPad, weil die Adresse natürlich dann aufrufbar sein muss. Da ist sie. Und wir können auch mal gucken, im Moment steht hier noch nicht started, aber das wird hier gleich auf jeden Fall mit ausgeführt. So, und jetzt habe ich hier einen Menüpunkt, der heißt Administration. Und dafür ist wichtig, dass man nicht nur diesen öffentlichen Schlüssel an der richtigen Stelle hier in der Config-Datei eingetragen hat, sondern eben auch sondern dann auch den Server einmal neu startet. Hier. Und hier steht jetzt auch CryptPad stopped, CryptPad started und damit ist dieser Dienst halt einmal abgeschlossen und gestoppt und neu gestartet worden, also restarted. So. Und jetzt habe ich diesen Menüpunkt hier, wenn ich mich dann anmelde, erscheint er und gab es halt vorher nicht, da gab es hier nur diese Einstellungen. Und in diesen Einstellungen, naja, da kann man halt hier eine Sprache einstellen und also nicht besonders viel. Da kann man eigentlich eher die Dinge machen, die für euch das Look and Feel eures CryptPads verändert. Aber ihr könnt nicht die globalen Einstellungen ändern. Wenn ihr das nämlich machen wollt, müsst ihr hier in die Administration gehen. Und da seht ihr, so viel könnt ihr da eigentlich gar nicht machen. Aber das Allerwichtigste, nämlich den Speicher für die Benutzer ändern, das könnt ihr da machen. Und das könnt ihr dort auch nutzerweise machen. Dafür braucht ihr die öffentlichen Schlüssel des Benutzers. Das kann ich auch, weil ich bin letztendlich jetzt auch ein ganz normaler Benutzer, wie alle anderen auch, aber ich habe zusätzlich diesen Admin-Link und kann letztendlich da auch Änderungen vornehmen. Also würde ich jetzt nochmal mir diesen Schlüssel holen, den wir brauchen, unter mein Profil anzeigen, kommt man an den öffentlichen Schlüssel, den habe ich mir kopiert, dann gehe ich wieder in meine Administration zurück und kann jetzt die individuelle Begrenzung festlegen und möchte für den öffentlichen Schlüssel dieses Benutzers meinetwegen 1000 MB, also 1 Gigabyte. Und dann schreibe ich mal als Notiz, das ist die individuelle Begrenzung für den Guido. Und dann steht das jetzt hier unten auch. Und wenn ihr andere Benutzer auf eurem System habt, dann müssen die euch praktisch den öffentlichen Schlüssel zuschicken. Und ihr könnt auf der Basis dieses öffentlichen Schlüssels für diesen Benutzer sozusagen eine Entgrenzung des Speichers zuordnen. Ihr seht, das ist dann auch automatisch hier schon passiert. Ich habe also jetzt nicht mehr 50 MB, sondern 1 Gigabyte Speicherplatz auf meinem CryptPad. Ihr wisst, dass ihr auf einem Uberspace insgesamt 10 Gigabyte habt. Wenn also das CryptPad das einzige ist, was dort läuft, und das ist in dem Fall immer sehr zu empfehlen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, müsst ihr so ein bisschen gucken, was sind eure erwarteten Nutzer? Es könnte ja auch sein, also dass relativ viele Menschen euer CryptPad nutzen, ohne angemeldet zu sein. Ich logge mich mal aus, damit ihr das seht. Theoretisch kann man das CryptPad auch ohne Anmeldung nutzen. Ich mache mal hier diese ganzen Fenster kurz zu und könnte jetzt zum Beispiel einfach hier so einen Text öffnen und dann verhält sich das im Prinzip wie ein ganz normales Etherpad, falls das jemand von euch kennt. Und jetzt kann ich hier im Prinzip losschreiben
und habe jetzt im Prinzip eine kollaborative Umgebung, wo ich im Prinzip auch einen Link generieren kann, den ich an andere schicke. Aber ich kann hier jetzt sozusagen nicht auf ein Verzeichnis zurückgreifen und immer wieder auf die gleichen Dateien, die sozusagen an einem Ort gespeichert sind. Das erkennt man auch daran, dass hier oben jetzt mein Account mit, naja, so einem Menschen versehen ist, der so eine komische Brille trägt. Und wenn ich mich jetzt einlogge, mal eben hier mein Passwort, dann kann ich ganz normal wieder losschreiben. Und habe aber jetzt, und dann wird auch direkt mein Dokument, was ich schon geöffnet und bearbeitet habe, übernommen für meinen Space. Und ich ändere jetzt hier mal den Titel in neues Dokument. So. Und gehe mal zurück auf meinen CryptSpace. Weil in meinem CryptSpace ist dieses Dokument hoffentlich jetzt irgendwo hier drin. Nö. Aber das wird normalerweise, werde ich gefragt, ob ich das vorher irgendwie mitspeichern will. Und also Dokumente, die ich ungespeichert übernommen habe, ob die sozusagen in meinen Crypt Drive übernommen werden sollen. Und genauso gut kann ich, wenn ich mich nochmal auslogge, auch ohne, dass ich einen Account habe, hier andere Pads anlegen. Ich kann halt nur keine Dateien hochladen. Dafür muss ich mich halt einloggen und dann bekomme ich dieses Drive zur Verfügung gestellt. Und insgesamt kann sich natürlich hier jeder an dem System registrieren. Und ihr könnt, wenn ihr Admin seid, nicht sehen, wer bei euch auf der Installation sagen wir mal, einen Account habt, ihr könnt nur sehen, wie viele. Das steht nämlich hier in den Statistiken. Da steht, dass gerade 2 registrierte Benutzer da drauf sind, 41 offene Dateien, 7 aktive Pads. Das ist sozusagen die Statistik, die ihr bekommt. Wer sich alles an eurem CryptPad anmeldet, das wisst ihr nicht. Das ist letztendlich die gute und die schlechte Information. Die gute Information, wenn ihr zu Gast auf einem CryptPad seid, die schlechte Information, wenn ihr es administriert, da ist euch das vielleicht gar nicht so lieb, weil das Ding ist ja öffentlich im Internet. Aber umgekehrt ist das natürlich auch immer, also Daten, die nicht anfallen, da können auch keine Begehrlichkeiten zu entstehen. Und genau aus diesem Grund ist das CryptPad aus meiner Sicht auch einfach eine unfassbar gute Umgebung, überall dort, wo es eigentlich solche Datenschutzsensibilitäten gibt. Ne? Und da haben die sich schon aus meiner Sicht sehr, sehr gut dran gehalten. Das heißt, eure Möglichkeiten zu administrieren sind eigentlich relativ begrenzt. Jetzt haben wir das Glück, dass es, wie wir gerade gesehen haben, eine neue Version gibt von unserem CryptPad. Das war bisher immer die 3.24, es gibt jetzt die 3.25 und jetzt wollen wir das doch einmal hier noch installieren. Also in diesem Fall sagen die, wechsel bitte in das CryptPad-Verzeichnis. Dann rufe ich das Ding hier nochmal auf. Also wir gehen in unser CryptPad-Verzeichnis und als nächstes sollen wir mit get git pull origin und dann der Nummer sollen wir das Update fahren und an, ups, oh je, jetzt hat er allerdings das falsche CryptPad gezogen. Alles gut, machen wir gleich nochmal. Jetzt hat er sozusagen eine sehr, sehr alte Version installiert. Doof das, ich hätte sozusagen hier diesen unteren Teil offensichtlich nicht mitnehmen dürfen. Also, ich nehme gleich das hier oben und ersetze die 3.16 durch die 3.25. So, das machen wir jetzt hier nochmal. Offensichtlich hat die Installation auch nicht funktioniert. Wir können mal gucken, ob unser CryptPad gerade überhaupt noch lebt. Tatsächlich.
Aber der hat es dann offensichtlich zwar runtergeladen, aber nicht gescheit installiert. Also, wir holen uns jetzt die 3.25. Mit Git weiß der im Prinzip schon, wo er es herholt, weil hier in meinem Verzeichnis, in meinem Kubepad-Verzeichnis, gibt es diesen auskommentierten Git-Ordner. Und über den weiß der im Prinzip die URL, über die sich das Kubepad zu holen ist. Wir gucken mal hier in unsere Anleitung. Also, wir warten jetzt darauf, dass wir ein Already Up-to-Date bekommen. Und das sieht doch ehrlich gesagt mal ganz gut aus. Ist zwar kein Already Up-to-Date, aber zumindest ist der fertig und hat offensichtlich auch neue Dateien runtergeladen und sowas alles. Dann würden wir als nächstes dieses npm install eingeben. So. Jetzt werden sozusagen die Paketquellen aktualisiert. Und dann machen wir dieses Boa Update. Voilà. Das scheint auch alles geklappt zu haben. Und jetzt sagen die, wir müssen den Dienst nochmal neu starten. Das machen wir jetzt. Das ist das Gleiche, was wir gerade eben gemacht haben, als wir unsere Administrationsoberfläche hergezaubert haben. Das war allerdings so ein einmaliger Schritt. Und hier diesen für das Update, den müssen wir halt regelmäßig wiederholen. Und Updates zu installieren ist auch immer sinnvoll. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass man ein paar neue Funktionen dazu kriegt, sondern natürlich auch, dass man mit so einem Update eine ganze Menge an Sicherheitslücken stopft. Dass es niemandem gelingt, irgendwie in alte, schon gut dokumentierte Sicherheitslücken von alten Versionen einzudringen. Wir gucken mal, ob unser Kubepad da ist. Offensichtlich. Es lebt noch. Und wir warten jetzt auch, dass wir gleich hier nochmal das Okay kriegen, dass da alles geklappt hat. Und dann habe ich heute sogar noch präsentieren können, wie man ein Update installiert. Ja, das hat auch geklappt. Und dann gibt es noch eine Funktion, die ich mir vorgenommen habe zu zeigen. Und das ist das Anlegen von Teams. Also nehmen wir mal an, ihr seid irgendwie im Lehrerzimmer, was weiß ich, 6, 7 LehrerInnen, die alle, was weiß ich, Naturwissenschaften unterrichten und ihr wollt ganz gern gemeinsam Crypt-Space bedienen, dann kann man ganz gut mit diesen Teams hier arbeiten. Eine Funktionalität, die von Sebastian in seinem Talk so nicht gezeigt wurde. Also, ich habe hier schon mal ein Team eröffnet, das heißt das A-Team. Und wenn man ein solches Team angelegt hat, dann hat man praktisch so ein Teamspace mit vielen anderen zusammen. Das ist also nicht dein eigener. Du kommst nur über deinen eigenen da dran. Sondern du kannst den mit vielen anderen Mitgliedern zusammen bearbeiten. Und wir können einmal Rollen vergeben. Also wir können jetzt, sagen wir mal, Mitglieder mit unterschiedlichen, na, wie soll ich sagen, Berechtigungen anlegen, Betrachter, Mitglieder, Admins und Eigentümer. Die Eigentümer haben die allermeisten Rechte, die können ja das Team verwalten. Ihr seht das ja hier selbst. Der Betrachter kann halt nur ansehen und die Mitglieder können ansehen und bearbeiten. Und Admins können ansehen, bearbeiten und weitere Mitglieder hinzufügen. Oder auch löschen. Und genau das kann man jetzt machen. Wir können sozusagen hier eine personalisierte Einladung für dieses Team an das Kollegium des A-Teams
Und dann können wir hier ein Passwort vergeben. Sie sagen sogar, das soll man machen. Hallo, das ist eine Einladung für eine gemeinsame Arbeitsumgebung oder so etwas. So, und ich habe das Passwort jetzt mal auf 1234 gestellt und jetzt bekomme ich einen Link, der daraus generiert wird. Und diesen Link kann ich jetzt an die Menschen verschicken, die ich ganz gerne einladen möchte. Ich kopiere den also. Und wenn jetzt andere Menschen einen Account hätten, könnten die mit diesem Link diesem CryptPad beitreten. Bei mir hat es eben nicht geklappt. Doch, jetzt geht's. Jetzt muss man hier das Passwort eingeben und dann ist man sozusagen Teil dieses Teams. Dafür müssen die Leute, wie gesagt, vorher einen CryptPad-Account haben, sonst funktioniert das nicht. Aber dann hat man aus meiner Sicht nochmal ein sehr, sehr schönes Element, was ich finde, was man so eventuell von Google Drive kennt. Das ist aber nicht so schön auseinanderdividiert, wie das hier bei dem CryptPad passiert ist. Das sind sozusagen diese Teamordner, die man mit anderen zusammenteilt. Das ist im Prinzip sowas Ähnliches, geht hier auch mit CryptPad, wo man einfach eine gemeinsame Cloud-Datenverwaltung und so ein gemeinsames Office-Paket hat. Ja, so viel vielleicht. Das hatte ich mir für heute vorgenommen. Die Updates kamen glücklicherweise noch obendrauf. Das ist natürlich schwer zu zeigen, wenn man keins machen kann, weil die Versionsnummer sich nicht ändert. Bei CryptPad hat das jetzt nochmal gezeigt. So alle 2-3 Monate kommt da schon eine neue Version raus. Und es ist auch nicht besonders schwer, dieses CryptPad, wie ihr gerade gesehen habt, abzudaten. Das war übrigens mein erstes CryptPad-Update. Und hat offensichtlich ganz gut geklappt. Ja, dann würde ich sagen, wäre ich am Ende. Dankeschön fürs Zuschauen und falls euch die Funktionalität, also die Nutzung von CryptPad interessiert, dann guckt einfach in den Webtalk von Sebastian Nüssen rein. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als frohes Fest.